So, da bin ich wieder mit dem letzten Teil. Wir waren stehen geblieben mit den Kabus. Ja, ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt. Genau hier war ich stehen geblieben. Die hatte ich schon aufgepackt, also ausgewickelt. Ne? Spinny ist natürlich wieder vor Ort hier und guckt zu. So, und jetzt gucken wir uns mal die ganzen Kabus von der Nähe an. Oh mein Gott. Ja, schaut euch mal an, wie viele verschiedene Tütchen hier drin sind. Das ist ja der Hammer. Gott, so geil. Und zwar haben wir hier, das sind so Kekse, die kann ich drin lassen. Sind das Kekse? So Kekskissen oder irgendwie so Süßigkeiten in verschiedenen Farben. Genau. So ein hellblau, Babyblau, Babyrosa, Pink, Mint, Weiß. Ne? Sieht man ja, welche Farben hier drin sind. Die sind auch niedlich. Ich glaube, sowas habe ich, wenn vereinzelt, mal einer mit so in irgendeiner Kiste. Sind cool, kann man schön für Deko den Sachen benutzen. Dann oh, diese Schleifen brauche ich ja. Die kleinen, das sind so kleine, naja, fast Nail Art Schleifen. Ein bisschen groß, aber doch, ich würde jetzt mal behaupten, das sind so Nail Art Schleifen. Ja, kann man das nicht so richtig sehen. Ja, ich glaube, man sieht es besser, wenn ich es in der Tüte lasse. Und die Augen, ne? Ja. Genau. Die kann ich sehr, sehr gut gebrauchen für meine Fimo-Sachen. Wenn ich mal keine Schleife aus Fimo oder wenn ich sie vergessen habe und will dann zusätzlich noch eine Schleife irgendwie ans Ohr machen oder so. Vom Teddybären oder ja, im Moment bin ich am Teddybären. Fimo-Bastel-Dingsda-Bums. Oh, die sind echt cool. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, schaut mal. Eine Tüte mit Teddybären. Ja, und da werde ich das jetzt so machen. Die packe ich jetzt erstmal wieder raus, die ich noch nicht angeguckt habe, zur Seite. Und die hier werde ich jetzt mal alle auskippen und mir ansehen. Weil das sind nämlich, schaut mal, das sind Mädels. Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, vereinzelt von denen noch welche. Ich habe auch schon mal welche verbastelt für Ohrringe. Aber ich bin da so geizig mit, weil, ne? Boah, und jetzt habe ich so viele pinke und jetzt kann ich wirklich mal verbasteln, ne? Und grün habe ich gar nicht. Oh, ich liebe diese Figuren. Ich weiß nicht. Mein Mann hat mir ja welche bestellt von Wish. Ja. Aber ich bin schon total aufgeregt, wenn die kommen. Das dauert ja immer eine Weile. Oh, hier so hellblau sieht auch schön aus. Ja. Es sind halt verschiedene Farben drin, ne? Ihr seht es hier. Oh, die sind so toll. Oh, danke, 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 danke. Danke, liebe Martina. Oh, so viele. Wie kannst du dich davon nur trennen? Also, oh Gott, könnte ich gar nicht. So, dann haben wir hier nochmal Mädels. Die habe ich schon, macht aber nichts, weil die hüte ich wie einen Schatz. Die hat mir die liebe Swantje mal mitbestellt in verschiedenen Farben. Ich habe da rosane, glaube ich. Ich habe da lilane und, ach, ich weiß nicht, Mint oder blaue. Ich weiß es nicht genau. Die sind so süß. Kann man hier so ein bisschen sehen, ne? Ja, kann da ganz gut scharf stellen hier. Die sind so niedlich. Ja, und auch da bin ich natürlich, ne? Also überhaupt Kabochons bin ich ja der Geizlappen. Ja, schlichtweg hin. Also, ach, da bin ich ja so geizig. Das ist schrecklich. Auch wenn ich so viele habe, das ist nicht normal. Die Tüte, schaut mal. Ach, wieder so eine süße Tüte hier mit so einem Hund. Und hier sind, ein kleines Reh drin, ne? In verschiedenen Farben. Das ist doch ein Reh, oder? Ich hole jetzt mal so wahllos ein paar raus. Ja. Kleine Bambis sind das. Oder? Hat einen Entenschnabel. Was soll denn das sein? Eine Ente hat aber keine Füße. Also jedenfalls nicht vier. Und also wenn man jetzt das untere wegmachen würde, würde ich denken, es ist eine Ente, aber es soll, denke ich mal, ein Reh darstellen. So schön transparent sind die. Also da ist das untere hier so, ne? Genau, in weiß, in pink, in so einem helleren Rosa, in nochmal weiß hier. Ich glaube, gelb war noch drin, ne? Ja, richtig toll. Oh, die Cabros, das, ja. Ich liebe diese Figuren. Warum gibt es die denn nicht in Läden zu kaufen? So. Sind das jetzt an? Das sind noch andere. Das sind auch Mädels.
Boah, jetzt bin ich gerade verwirrt. Die habe ich nur hier ausgekippt und das sind wieder andere. Oh, die Tüten, so niedlich, ja. Oh, ganz viele, ganz, ganz viele. Ich weiß nicht, wie viele hier drin sind. 50 Stück oder so. Ich hole wieder hier so ein paar raus. Habe aber nur die rosa angegriffen. War jetzt Zufall. Rot und rosa habe ich jetzt hier. Genau, die hatten wir schon angeguckt. Die packe ich hier mit rein. Es gibt aber noch grün. Oh, die sind so süß. Schaut mal, mit den beiden Zöpfen hier an der Seite. Und oh, ich muss unbedingt diese Abformmasse kaufen. Den könnte ich mir auch vorstellen, dass man den mal aus Fimo macht. Und dann so schön bemalt, wie ich das mit der Meerjungfrau mache. Ach, süß. Ja, in ganz vielen verschiedenen Farben. Grün, blau, rosa, hier so ein schöner lila Ton. Oh, so geil. Gelb, glaube ich, ist noch dabei. Und so viele. Oh, Martina, das ist wirklich der Hammer. Oh, wie ich mich über die Kapus freue. Das kannst du ja gar nicht. Kannst dich gar nicht. Ja, da fehlen mir schon die Worte. Ja, einige Frauen, die brauchen Gucci-Handtaschen, ne? Oder was weiß ich, keine Ahnung, Chanel-Stiefel. Ich brauche sowas. Ich würde mich über drei Päckchen von sowas hier mehr freuen. Bekloppt, aber ist so. Ja, dann sind hier ganz tolle Blumen. Die sehen auch wunderschön aus. Die haben so Schnörkel hier. Sieht fast ein bisschen aus wie ein Blumenkohl. Ja, aber das ist jetzt positiv gemeint, ja, also Blumenkohl kann da immer eigentlich auch mal wieder essen. Nein, ich erinnere mich wirklich an so einen Blumenkohl, weil das hier so obendrauf so verschlungen ist, so verschnörkelt. Die sind echt geil, die sind wirklich schön und die Farben sind auch richtig klasse. Na, auch wieder so ein schönes Mintgrün, hier ist ein Orange, hier ist so ein Koralle, ein leichtes Rosa und so ein Lavendelton, so ein lila Lavendelton, auch in so einer niedlichen Tüte wieder. Ach, die Tüten, ja, die hebe ich natürlich auf, ne? Die machen sich schön für diese Goodie Bags, die ich da bastle. Und hier ist noch ein Tütchen und da sind aus Stoff Totenköpfe. Mega, mega, mega. Ja, einmal mit so, die sind cool, die sind so, weiß ich nicht, hier geplufft so, wie sagt man, so gepolstert irgendwie, sind richtig cool. Vor allen Dingen die schwarzen, die sind besonders geil. Schwarz und Pink finde ich ist eine super Kombi, oder? Schwarz-Rot mag ich ja schon, aber Schwarz-Pink ist auch richtig toll. So, oh, vielen lieben Dank, also wow. Bin begeistert. So, und dann haben wir das hier noch. Spini, jetzt du passt auf die Kabus auf. Und wehe, es kommt jemand den Kabus zu nah. Dann darfst du den ins Bein beißen. So. Da guckt. Also Finger weg. Ihr seht, ihr werdet beobachtet. So, was haben wir hier Schönes? Hier ist was offen. Da ist bestimmt irgendwas rausgefallen. Das ist bestimmt der Block hier. Aber es hängt irgendwie auch zusammen, oder? Nee, doch nicht. Was haben wir hier? Was haben wir hier Schönes? Zum Verbasteln. Und, ah, hier ist auch wieder so ein Mädel drauf. Ja, mache ich mir natürlich alles wieder ab. Und hier, Lalalupsis in klein. Oh, die sind so toll. Da mache ich mir so gerne so Ketten draus. Aus diesen Häschen, ich habe die Packung schon, aber du weißt, es macht nichts. Wollte ich mir schon 10.000 Jahre mal Ohrringe machen. Weil die haben hier so Löcher. Kann man das so sehen? Ne, kann man nicht. Aber die haben Löcher. Und habe ich mir schon gesagt, so ein Kettelstift und dann mache ich mir da Ohrringe draus. Aber ja, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe ja auch schon so viele Ohrringe. Ich weiß ja gar nicht, was ich zuerst tragen soll. Ja, und hier ist nochmal so ein, ja, abgefallen. Ein abgefallener Smiley. Genau, also so ein Notizzettelchen mit Smileys. Richtig cool. Dem werde ich wahrscheinlich meinen Sohn geben. Ja, der liebt auch Smileys und ja, kann ja auch mal einen abgeben. Und hier klebt nochmal so eine richtig schöne Tüte, die ich mir dann nachher, damit es jetzt nicht kaputt geht, in Ruhe abfummle. Ach so, und aus der Tüte ist ein Meeresblock rausgefallen.
Schaut mal hier. Der ist cool, oder? Die schneide ich mir dann, wenn er alle ist, wieder aus. Kann man ja noch mit verbasteln. Genau, das ist so ein Notizbuch mit Meereskram. Richtig cool. Kann man auch mit zum Basteln benutzen, weil hier natürlich so Algen und so, hier kann man es ja sehen, so leicht Muscheln und so. Kann man ja auch ausmalen oder so. Cool. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Habe ich schon Danke gesagt? So. Schneiden wir mal hier auf. Ich hoffe, ich schneide jetzt hier nichts kaputt, weil ich jetzt wie so ein Metzger hier das aufgeschnitten habe. Uffi schnitten hat es. So. Ei. Zum Verbasteln. Alles raus. Zack. Oh. Oh. Was ist denn das Schönes? Cool. Sticker, die, ja. Die echt aussehen. Nemo. Ich bin Nemo. Und Dori. So cool. Habe ich jetzt gerade gesungen? Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Ja, schaut mal, der Hai hier ist auch toll. Oh, ich liebe Nemo und Dori. Habe ich das schon erwähnt? Nö, oder? Das wisst ihr noch gar nicht. Dann sage ich euch. Huch, was ist denn hier unterm Tisch ist ein Hocker. Ich sag's euch nochmal. Ich liebe Nemo und Dori. Ja. Oh, die ist auch cool. Oh, ich liebe so Meereszeugs. Quallen und Tintenfische, Seepferdchen. Jetzt muss ich mal ganz genau gucken, ist ein Laternenfisch drauf? Nö, schade. Ich liebe Laternenfische. Mein letztes Tattoo war tatsächlich ein Laternenfisch. Nicht ganz so gruselig, sondern eher so gruselig niedlich. Ja, und ansonsten habe ich hier ja noch Dori und Nemo. Es fehlt noch der Papa und Schildkröte ist natürlich auch da. Schildkröte weiß ich immer nie, wie die heißt. Heißt die Wasket oder Wassel oder irgendwas mit R auf jeden Fall. Ja? Da könnt ihr mir mal helfen, das wisst ihr bestimmt besser. Ich habe es vergessen, irgendwie. Komisch, muss den Film mal wieder sehen. Ja. Richtig cool, danke, danke, danke. Du weißt, was ich mag. Oh, was Ausgedrucktes. Cool, der hat mir was ausgedruckt. Ah, cool, was ist denn das hier für ein. Wer ist die Tante? Sieht cool aus, sieht so pluffig, mundgesichtmäßig aus. Sie könnte auch ich sein. Fehlt nur die Brille. Ja, und die Piercings. Cool. Ja, ich habe ja keinen Drucker, ne? Du hörst zu, ich merke das schon. Ich habe es nämlich, glaube ich, neulich erst gesagt, dass ich keinen Drucker habe. Und jetzt hast du mir hier. Oh, wer ist das denn? Das Kawaii-Viech hier. Erinnert mich an. Den da. Ist bestimmt ein und dieselbe Serie, oder wie man das nennt. Bestimmt ein Kumpel hier von ihr. Oh, die ist so süß. Weiß ich auch wieder nicht, wer ist das? Die habe ich neulich auf Ohrringe gemalt. Ich glaube, ich muss euch mal eine Pause machen und hol die Ohrringe mal. Ich habe die neulich gemalt. Passt auf. Ja, ich glaube, ich habe mich ein bisschen geirrt. Die sieht doch anders aus. Und ich finde auch den anderen Ohrring nicht. Ich weiß nicht, wo habe ich den wieder hingeschmissen? Ja, aber das ist doch ähnlich, dieses Häschen hier. Ja, das sind jetzt stinknormale Ohrringe aus, was weiß ich, irgend so ein Modeschmuck und ja, die fand ich langweilig. Und da habe ich mir gedacht, ja, mal doch die mal an. Genau. Und das sind doch die Viecher hier, oder? Die sehen doch auch so ähnlich aus. Genau. Und was ich euch noch zeigen wollte, ich bin vom Thema, ich komme vom Thema ab, aber ist ja egal. Mir ist meine Brille kaputt gegangen. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe hier an der Seite meine Kapus dran gehabt, ne? Den einen habe ich komplett verloren, da weiß ich nicht, wo er ist. Und dann ist mir auch der hier noch kaputt gegangen. Auch meine süße Kätzchen. Naja, egal. Ich glaube, die hatte ich nur einmal, aber vielleicht habe ich es auch noch irgendwo rumfliegen, keine Ahnung. Ja, und jetzt hast du mir. Ich habe keine Kapus, muss ich dazu sagen. Ich habe wirklich absolut nicht ein Kapu zu Hause. Und jetzt habe ich. Nee, ich spinne. Jetzt habe ich hier ja die süßen Mädels. Ist es mir gerade so eingefallen. Ja, Spinne, mich brauchst du nicht beißen, weil, ja. Alle Spinne. So, jetzt könnte ich mir hier. Muss ich natürlich noch neu machen, ist klar. Vielleicht mal so ein Mädel drauf machen. Mal sehen, vielleicht eins von den Lilanen. Vielleicht lasse ich das auch. Ach, ich weiß es noch nicht. Egal. Ja, ich will jetzt eigentlich nicht basteln, sondern das Paket auspacken. So, Spinne, die passt wieder auf.
Ach, da muss man aufpassen, die beißt. Ja, nee, ich spinne rum. Das dürfte nicht so ernst nehmen, aber ich freue mich halt, da spinne ich immer rum. So, jedenfalls, das ist doch so ähnlich, das Vieh hier. Ach, auch so süß, ne? Hier hat so eine Schuluniform oder irgendwas an und, was ist das? Hat sie hier ein Handy in der Hand mit einer App, wo eine Gitarre drauf ist? Ja, glaube ich. So süß, so süß. Und hier auch wieder mit Täschchen. Oh, schaut mal, wie das guckt. Das ist doch ein Schäfchen oder irgendwas. Muss ich unbedingt mal abmalen. Sieht niedlich aus. Vielleicht kriege ich ja auch noch raus. Oh, ein Mädel mit riesen Bonbon auf der Stirn. Oh. Wie heißen die denn alle? Die sehen alle so gleich aus. So. Könnten auch so von Hello Kitty irgendwelche Verwandte sein, oder? Oh, die sind so süß. Oh, das Häschen hier unten. Guckt mal, hier ist die Socke verrutscht. Oh, ist das geil. Ich liebe das, wenn das so Details hat. Ja, kann man wunderschön natürlich verbasteln. Da hast du richtig gedacht. Ein Pocket Letter oder ein Goodie Bag. Man kann es mir auch am Schreibtisch kleben, ja. Also so cool. Ich habe ja keinen Drucker. Ist auch komisch hier, oder? Diese Konstruktion von der Mütze hier. Herrlich. Ja, und noch hier ein. Die sind alle irgendwie ähnlich und doch verschieden. Das sieht so richtig aus wie ein kleines Baby, ne? Ach, danke, danke, danke. Richtig toll. So, was haben wir hier Schönes? Ein Ausmalbuch ist das hier. Sieht auch cool aus hier. Sieht so ein bisschen Weltraum-monstermäßig aus. Oh, cool. Gibt es bei Star Wars nicht auch so einen komischen Tintenfischmann? Muss ich meinen Sohn fragen, der kennt sich da eher aus. Roboter? Oh, wer ist das? Mrs. Botox-Monster. Oder? Ne? Die Lippen lassen doch auf Botox schließen. Also da hat der Schönheitschirurg schon ein bisschen, ja, die Augen gleich viermal. Ja, irgendwas ist da schief gelaufen, aber sieht trotzdem noch cool aus. Ja, ihn hängt hier die Zunge raus. Er hat auch vier Augen. Hauptsache, er hat Wimpern. Also ist das eine Frau. Frau, ja auch wieder. Ja, hätte ich mir natürlich auch gekauft, ne? Das ist sowas von bekloppt. Was ist das hier? Eine Mücke? Elefantenmücke? Das muss ich mir doch tatsächlich ausschneiden. Und wenn jemand aus einer Mücke einen Elefanten macht, das dann so als Schild hinhängen, weißt du? So, so. Mach nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Ach, cool. Nee, also du hast wirklich in allen Sachen meinen Geschmack getroffen. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, nö, kann ich jetzt nicht so gebrauchen. Kann alles gebrauchen, wirklich. Ohne Witz. Aber ich kann ja generell immer. Oh, ein Saurier. Ja, den darf mein Sohn ausmalen. Ja, das ist ein Drache, oder? Kein Saurier. Naja, wenn ich die Flügel abschneide, ist es ein Saurier. So. So. Ja, kann man richtig auch schön vorbei. Oh, war das ein Hai? Erinnert mich an Lilo und Stitch. Das ist doch auch so ein Typ, der sich da als Hai, Mensch, Viech, Elefanten, Polizei da verkleidet hat, ne? Ein Piep-Piep. Ja, der wird kopiert. Den schneide ich fein säuberlich aus oder male den ab. Mal gucken. Der ist doch geil, oder? So für Halloween-Basteleien. Oh, und der ist auch schön klein. Cool. Ich gucke mir das tatsächlich jetzt jede Seite an, ne? Oder fast jede. Ein paar Roboter. Ein Waff. Ein Waffi. Waff, 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 waff. Ja. Ich habe echt einen am Würstchen. Ich muss ein bisschen am Riemen reißen, weil ich will das Video auch hochladen. Ah, hier ist nochmal so ein Drache. Okay. Was geht los da rein? Wieso freuen die sich so? Cool. Ja, der ist auch süß hier. Ich wollte gerade sagen, hat der ein BH an? Nee. Könnte man aber auch ein BH draus machen. Also das ist richtig cool hier. Habe ich nicht. Sehr schön. Und oh, was ist das denn? Das sind Papiere und die habe ich ja noch nie gesehen. Oh, die sind aber schön. Die kann man ja gar nicht verbasteln. Da müsste man am liebsten einen Rahmen drumherum machen und sich das hinhängen. Also jedenfalls bei den ersten hier. Nee, das kann ich nicht. Nein, 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 nein. Nein, das kann man nicht verbasteln.
Hier sind so lauter blumige Schnurkels, Schmetterlingchen, die kann man auch, Schmettifanten, die kann man auch ausschneiden. Ja. Oh, hier so Vintage, alt, altes Papier, alte Zeitung. Hammer. Ja, ist auch wieder sehr schwierig, das zu verbasteln. Weil man es nicht, es soll nicht alle gehen. Hier wunderschön für Alice-Basteleien. Ja, wenn ich mal mit Alice was bastle, was ich ja auch öfter mal mache, kann man die Uhren hier sehr gut gebrauchen. Oh, eine alte Seekarte, ne? Ankerkrams und... Wieso singe ich eigentlich heute den ganzen Tag? Wer ist denn das? Ein Rochen, ne? Kuhuhul. Ah, den Block kenne ich auch, glaube ich. Den gab es mal bei Lidl oder Aldi oder so. Und den habe ich mir ohne Scheiß gleich zweimal gekauft, weil ich wollte das hier mal ausschneiden. Aber das hier war da nicht drin, oder? Bin ich jetzt völlig bescheuert? Nee. Ja, es kann sein, dass es manchmal die Blöcke ein bisschen ähneln, ne? Vielen, vielen lieben Dank. Richtig geiles Papier. Ja, muss ich mich echt am Riemen reißen, dass ich das auch mal verbrauche. Und wir kommen zum letzten. Oder zum vorletzten. Hier klebt noch ein kleines. Ein bisschen Papier steht drauf. Ich ruppe es einfach ab. Ja, du hast ja so viel. Wieso sind hier Krümel drauf? Hier sind Krümel drauf. Hier hat jemand gekrümelt. Ja, das lag hier jetzt auf dem Tisch. Ich hatte eine Pause. Wahrscheinlich hat mein Sohn mit dem Brötchen ja wieder rumgekrümelt. Das kennen wir ja. Ah, ja. Yippie. Cool. Ein bisschen Papier. Hier ist wieder so ein geiles Notizbuch mit Monstern. Ja, mache ich gleich mal ab. Ach, schön. Du hast ja so viel Mühe mit Einpacken und alles gegeben und ich ruppe das jetzt hier so auf. Ja, ne? Meine Lieblingsblöcke. Und ich glaube, den habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene es da. Nein, den habe ich noch nicht. Der sagt mir gar nichts. Hier ist so eine Tasse und so Schriften. Steuerräder habe ich auf keinen Fall. Das wüsste ich, wenn ich irgendwas mit Maritim hätte in der Richtung. Ja, Paris wollen den Einblock auch drin. Aber die sind jetzt nicht so metallisch, ne? Da sind jetzt nur... Aber das macht nichts. Die sind trotzdem mega toll. Ja, den hat sie mir gleich doppelt eingepackt, dass man auch mal einen verwenden kann. Ah, oh, die sind so schön, die Papiere. Also ich finde die wirklich klasse. Das sind bestimmt jetzt schon 6 oder 7 so eine Blöcke hier. Richtig cool. Aber ich benutze die benutze ich tatsächlich auch. Und hier haben wir wieder Stifte. Und das ist doch hier von Monster Uni, oder? Der Typ hier. Wie heißt denn der? Mike? Oh Gott, wie heißt denn der? Mike? Irgendwas mit Kowski? Mike? Klukowski? Kokowski? Malkowski? Wie heißt denn der? Oh, dieser Rocker hier unten. Richtig cool und gleich 3 Stück davon. Ja. Ja, wird mir bestimmt einer meinen Sohn abschwatzen, aber das macht nichts. Ich habe ja noch 2 andere. Danke, 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 danke. Ja, und hier ist noch ein kleiner Geist dran. Den hat sie bestimmt selbst gegossen. Vermute ich jetzt. Den kann man natürlich weiterverarbeiten. Ja, werde ich auch tun. Der ist selbst gegossen. Cool. Und hier ist nochmal so ein Mädel, so ein ähnliches oder genau dasselbe, was wir schon hatten. Ja, und wenn ich das sehe, ne, guck mal das große Ding an. Spinni, guckst du hin? Ja, gut. So ein großes Paket und dann ein bisschen Papier. Also ich vermute, dass das nicht nur ein bisschen Papier ist, das werden große Blöcke sein. Ja, es sind große Blöcke. Schaut mal, und zwar, oh, warum so viel? Bist du denn, einer hätte es auch getan. Ah, Martina. Du bist echt verrückt. Wirklich. Ohne Witz. Oh mein Gott. Ja, ich bin ja noch ein bisschen am Rumreißen. Schaut mal bitte. Ah, der ist toll. Bei dem weiß ich nicht, ob ich den habe. Ich glaube nicht. Ich blättere den mal schnell durch. Vielleicht fällt es mir dann ein, ob ich den habe oder nicht. Oh, ich weiß es nicht. Oh, schön, oder? Ich glaube, den hat 20 sich gekauft und ich habe den mal bewundert. Kann das sein? Ist der jetzt neuer? Kann das sein, dass 20 sich den gekauft haben? Ich habe noch davor gesessen und gedacht, oh, der ist doch schön. Ich weiß es nicht, wirklich nicht.
Es ist auch egal, er ist toll. Und auch wenn ich ihn schon habe, macht das auch nichts. Cool. Also das ist auch ein schönes Blatt hier, dieses Vintage. Nee, wirklich cool. Vielen Dank. Den habe ich auf keinen Fall. Der sagt mir gar nichts. All-Time Favorites oder so heißt der hier. Was war das andere? Authentic Vintage. Streifen. Ja, das ist auch mal sowas bisschen. Oh, das ist auch cool. Was man so mal. Ne? Genau. Ne? Genau. Ne? Oh, jetzt hab ich wieder. Nein, wir haben keinen Sprung in der Schallplatte. Das ist mal was, was man so zwischendurch so. Ja, was jetzt nicht so aufdringlich ist, ne? Wie jetzt zum Beispiel so ein übelstes Blumenmotiv, so, ne? Wie hier zum Beispiel, sehe ich doch. Wo man nicht weiß, wo man das zerschneiden soll. Sondern es ist mal was, was für viele Themen so. Hier, das hier zum Beispiel. Das kannst du für alles benutzen. Würde ich jetzt mal sagen. Also, ich benutze es sowieso für alles, ne? Sehr, sehr cool. Oh, so viel Blöcke. Das sind 5 Stück hier. Irre. Jetzt kommt ein ganz bunter. Den habe ich nicht. Der sagt mir nichts. Weiß nicht, wo der her ist. Nee, hier steht gar nichts drauf. Es steht nichts drauf. Der ist von Woolworth. Ach, unser Woolworth hat gar nicht so große Blöcke. Nee, den kenne ich gar nicht. Kleinere hat das. Hat das Woolworth. Da sind große Einmachgläser drin. Hier so Blümchen. Großes. Oh. Oh. Das ist doch mal geil. Die Kombi auch, finde ich. Wahrscheinlich würden alle sagen, hä, das passt doch gar nicht zusammen. Ich finde, es passt super zusammen, oder? Oh, also ich würde daraus irgendwie ein Projekt machen. Aus diesen 2 Sachen. Auch wenn die nicht zusammenpassen. Ja, für mich passt das zusammen. Auch schön hier. Oh, der ist toll. Da ist das hier toll. Also das hier auf der Rückseite fand ich jetzt nicht ganz so klasse. Hätte man zwar ausschneiden können, aber ja, das ist geil. Das ist geil. Das ist auch schön. Oh, hier sind Kannen, die werde ich ausschneiden. Das ist auch schön hier mit Erdbeeren. Ja, auf der Rückseite so kariert oder ja. Oh, der Block ist ja durch die Bank weg. Schön. Ja, der ist schön. Wiederholt sich das nochmal? Also richtig cool. Könnte mir aber vorstellen, dass der vielleicht auch mal von Action steht. Zwar dieses Kraftlogo nicht, aber sieht ja fast ähnlich aus wie die von Action. So, dann haben wir einen großen Block. Die großen Blöcke. Ah, gab es auch mal beim Action. Große Blöcke von diesen. Oh, jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Von diesem Quaffpapier, sage ich jetzt mal. Quaffpapier. Ja, das ist auch schön. Ist auch schön. Oh, das Deutsch, ne? Das ist auch sehr schön, wollte ich sagen. Schöne Schrift hier. Hier sieht aus wie eine alte Tapete, ne? Ja, der ist traumhaft, der Block. Auch so eine alte Tapete. Würde ich mir sogar irgendwo auch hin tapezieren. Ich habe aber so eine alte Tapete nicht. Aber finde ich schön, wenn das so, ja, modern und alt und Dingsdabums gemischt ist. Ich finde auch DDR-Tapeten geil. Ohne Witz, ich würde mir zumindest so eine kleine Ecke da tapezieren, ja. Ich finde, die DDR hatte schöne Tapeten. Ja, zum Verbasteln wären die auch schön. Wenn es kleine Motive sind. Ja, auch schön hier mit so Buchstaben. Der größte Teil kommt wahrscheinlich gar nicht aus dem Osten. Wenn ich das erzähle. Ja, aber ich denke mal, DDR-Tapeten kennt jeder. Auch die, die nicht aus dem Osten Deutschlands kommen. Oh, ich erzähle so eine Scheiße hier. Okay. Nein, ich muss das Video hochstellen. Ja. Schaut mal hier, schwarz. Richtig cool. Habe ich den schon? Nein. Oder? Oder doch? Oder nein? Ich habe einen schwarzen Block, aber der sieht anders aus. Na gut, es wird ja nicht der einzigste schwarze. Es wird ja nicht der einzigste schwarze Block auf diesem Planeten sein. Es wird ja verschiedene Motive und Designer geben. Aber das hier. Oh, das wäre auch schön für Jack-Sachen. Weiß nicht wieso. Hat Jack eigentlich ein. Hat der Jack ein
schwarzen Anzug an oder einen gestreiften? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Verwirrt bin ich jetzt. Ich bin total verwirrt. Oh mein Gott, ich kann das nicht hochladen. Martina, tut mir leid. Geht nicht. Muss ich dir privat schicken? Nee, Quatsch. Manchmal hat man eben deine 5 Minuten, ne? Könnt ihr euch wenigstens kaputt lachen über mich? Ja, schön, wirklich. Auch toll hier. Hä, wo waren das hier? Wir waren doch Sterne. Habe ich die überblättert? Wie war das? Verführt? Ich bin verführt. Ah, ja. Da. Cool. Ach, sieht das schön aus. Ja, liebe Martina, hammermäßig. Richtig tolle Post, ja, Post. Ne? Richtig tolles Paket. Ich bin total aus dem Häuschen und ja, du musst mir noch ein bisschen Zeit geben, weil ich muss umplanen. Das hatte ich dir schon, glaube ich, gesagt. Zwischendurch, wo ich dir geschrieben habe, bevor ich den dritten Teil jetzt gemacht habe. Ja, und du kriegst natürlich einen Ehrenplatz irgendwo, ne? Mal sehen, wo ich die. Die kommt zu meiner großen. Ich habe noch so eine ganz große Spinne im Bastelzimmer sitzen. Da könnte die eigentlich. Oder sie leistet mir, wenn wir Halloween wieder auf Tour gehen, Gesellschaft auf meinen Hütchen. Könnte man auch machen. Mal sehen, ich weiß es noch nicht. Das ist ein Vieh, ja. Total wuschelig und puschelig. Ja. Ist schon ein bisschen gruselig. Hat die eigentlich auch hier diese. Die Spinnen haben doch eigentlich vorne immer so, ne? Hier diese Zähne oder was die haben. Hat die hier jetzt nicht. Ja, also die finde ich jetzt nicht schlimm. Da habe ich jetzt keine Angst. Wenn jetzt hier aber eine echte über den Tisch rennen würde, dann würde ich rennen. Das könnt ihr wissen. So, ihr Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ja, wie gesagt, sehr lang. Aber für Martina, ne? Wenn es nicht passt, der braucht es ja nicht schauen. Das war ja für Martina größtenteils. Ja, also vielen, vielen lieben Dank für diese wunderschönen Sachen. Es war wirklich alles durch die Bank weg, richtig cool. Ich kann mit allem was anfangen. Ich hoffe, du freust dich auch und machst auch ein Video. Wie gesagt, es wird noch ein bisschen dauern, hatte ich jetzt schon zum 10. Mal gesagt. Und ja, wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Video. Ah, ich könnte noch so viele Holz zeigen, aber ach, ich will euch nicht immer mit diesen ganzen Einkaufsscheiß dazu müllen. Ich meine, jeder kauft ja eigentlich dasselbe, oder? Ist doch so. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich das filme. Die Swante, die nervt mich. Wollte ich gerade sagen. Nein, die hat schon gesagt, la, zeig das. Und ich, ja. Nein, du nervst nicht, Swante. Ich kann heute nur nicht reden. Um Gottes Willen, nein, du nervst nicht. Ja. Die Swantje hat nur gefragt, ob ich, und hat gesagt, du filmst das und zeigst das. Ja, mal gucken. Ne? Guti. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.